Moin, moin, YouTube. Grüßt euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich, dass ihr wieder Bock auf den Content habt. Willkommen zurück, LS22 auf der Untergräbach. Und wie in der letzten Folge schon angekündigt, der Lohner ist am Start. Wir müssen das Feld kalken, wo wir beim letzten Mal gegrubbert haben. Und ich würde sagen, da machen wir uns jetzt auf den Weg dahin. Das sollte ja kein Thema sein für das Geschoss hier. So, der große Klaas ist am Start. Und ich denke, der sollte mit dem Kalkstreuer hinten gar keine Probleme haben. Hoch. Ein bisschen flott unterwegs. Das ist immer, wenn man so eine große Maschine fährt, dann vergisst man immer, wie viel Leistung man hat. Eigentlich nicht so gut. Ah, die Kamera ist nicht so doll eingestellt gerade. So, hier müssen wir nämlich schon rein. So. Am besten den Stein nicht mitnehmen. So, dann können wir hier auf den Acker drauf. So. Schwupp. Jetzt wollen wir mal gucken. So, dann klappen wir den mal aus. Dann werden wir ihn noch einstellen. So. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir werden ein bisschen mehr in die Mitte fahren müssen. Meter Arbeitsbreite haben wir. Das ist ja super in die Mitte. Okay, ich probiere es mal hier. Ungefähr. Wir gucken, dass wir es ausrichten. So. Glaube ich, mit einem Schuh draus. Ja, das probieren wir jetzt. Ich werde noch mal neu ansetzen. Nur gucken, dass ich mir hier vorne das Weizenfeld nicht zerfahre. Zerfahre. Was denn für ein Wort, zerfahre? Jo, wir können eigentlich hier schon anschalten. Und dann drücken wir ihn einfach raus. Ja, das geht schon so. So, das System wird selbst zuweisen, wie viel Kalk er pro Quadratmeter braucht. Ihr seht das oben links in der Kalkausbringung. Ja, wir werden hier links den Randstreifen noch mal dann machen müssen. Das ist kein Thema. Das kriegen wir dann noch hin. So, werden wir hier das manuell fahren. Upsala. So, dann will ich das kleine Stück hier, wie gesagt, manuell machen.
hier auf der Seite. Und dann drehen wir wieder. So. Ja, ihr seht, die reift. Dadurch, dass ich durch den Kalk fahre. Der Kalk zieht sich natürlich an den Reifen hoch. Und dann werden wir jetzt hier die nächste Spur. Nein. Das wollte ich nicht. Genau, das wollte ich. Jawohl. Jo, das sieht gut aus. Dann müssen wir natürlich links den Rand streifen. Oh, den kriegen wir sogar noch mit. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Nice. Dann habe ich das ja, obwohl ich es vorher nicht ausgemessen habe, doch ganz gut eingeschätzt. Ja, kommen wir gut hin. Das freut mich. Ja, vielleicht jetzt hier links auf der Seite nicht. Aber da bin ich ganz ehrlich, damit kann ich leben. Oh, das kriegen wir sogar auch mit. Das ist ja fantastisch. So, dann haben wir es soweit. Ja, ein ganz kleiner Witzel noch. Ja. Will er nicht? Ne, macht er nicht. Weil er hier überzeugt ist, dass er hier schon gemacht hat. Ich habe die Maschine an, aber er kalkt nicht. Ja, weil er erkennt, dass er im Endeffekt vom pH-Wert gut ist, gesättigt ist. Und dann fängt er auch nicht an. Ne? Lehmiger Sandboden haben wir hier. Stickstoff ist okay. pH-Wert ist jetzt okay. Dann können wir jetzt im Endeffekt das Geschiebe dann nach Hause bringen. Das heißt nach Hause. zum Lohner wieder. Der Weg ist hoch. Oh, ei. Das ist auch so ein typischer Gemüsetrampelfahrt, oder? Ei. So, jetzt aber. Okay. I don't know, was da war. Wir gucken mal. Ach. Leute, einmal mit Profis, ne? Da hat er den Steuer nicht zusammengeklappt. Oh Gottes Willen. Alles gut, nichts passiert. Okay, Leute, ihr dürft lachen, ihr dürft auch Kommentare schreiben, du bist so blöd. Ich geb's ja zu. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Jawoll. So, nachher geht's auch auf den Multiplayer. Da warten auch noch jede Menge Aufgaben für mich. Habe ich euch in der letzten Folge schon erwähnt? Nein, gesagt. Ich gucke immer, dass ich so parallel die Folgen aufnehme. Einmal hier in dem Projekt unter Krebach. Mittlerweile ja nicht mehr Krebach, sondern unter Krebach. Und das Projekt Landersum auf der Map im Multiplayer. So. Ah, jetzt muss ich mir noch mal überlegen, wo ich den
den Streuer mit unterstelle. Könnt ihn mit an die Seite da hinten stellen. Vor das Schneidwerk will ich ihn nicht bringen. Oder ich stelle ihn erstmal hier vorne mit ab. So. Moment. So. Dass er nicht im Wege steht. Ja, so hätte ich aber immer das Problem. Das ist das zweite Fahrsilo. Naja, das werde ich sowieso. Ich werde den Pott jetzt hier erstmal stehen lassen. Und dann werden wir weitersehen. Aber jetzt springen wir erstmal hoch, kleine Lade-Session. Jetzt springen wir erstmal auf unsere Walze. Nee, Walze hatten wir gesagt, machen wir später, ne? Genau, wir hatten gesagt, wir werden erst die Drille starten. Und da habe ich natürlich auch was vorbereitet. Mit unserem schönen 681. Jawohl, ist am Start. Und da können wir jetzt die Felderstedt nutzen. Sonnenblumen habe ich eingegeben. Ja, dann würde ich fast sagen, können wir los. Dass wir auf den Acker kommen. Oh ja, die Hühnchen sind am Start. Gefüttert sind die natürlich auch mittlerweile. Ja, also nicht, dass ihr euch sauber machen müsst. Ah, Don, du hast die Hühner noch gar nicht gefüttert. Doch, doch, habe ich. Ja, hier ist ein schöner Schleichweg. Aber der hat es auch in sich. Genau hier so die Ecke. Eieieiei. Das ist ja fast wie ein SnowRunner. So, dann auf den Acker. Ich hoffe, ich habe genug Zeug mit. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das die richtige Reihenfolge ist, die ich hier zu mache. So nach dem Motto erst die Drille rein. Entschuldigung. Eben ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwas anderes hätte einstellen müssen. Nee, aber die ist dann wahrscheinlich so, wie sie jetzt ist, ist auch voll ausgeklappt. So. Dann werden wir das natürlich einstellen. 6 Meter. Versatz brauchen wir nicht. So. Dann gucken, dass ich ziemlich nah an den Rand komme. Da hinten müssen wir dann eh neu nacharbeiten. Also 6 Meter Arbeitsbreite. Ich würde sagen, von der Linie her gut. Ja. So, dann setzen wir hier direkt an. Oh ja, er geht auch gleich in den Modus feuerfrei. Haha. Okay, die können wir laufen lassen. Ja, also die Folge ist hintereinander weg. Und ich kann somit noch gar nicht einschätzen, wie das bei euch angekommen ist, die letzte Folge, wo ich
beim Grubber ein bisschen das Radio angemacht habe. Da würde ich mich mal freuen, wenn er da mal ein bisschen Kommentare schreibt, ob das okay ist. Oder ihr sagt, ah Mensch, da haben wir gar keinen Bock drauf. Ist ja auch okay. So. Vorgewinde machen wir danach. Die Ecke würde ich auch zum Schluss machen. Dann gehen wir jetzt auf die Spur. Nein. So. Na komm. Und Gas. Ihr seht oben die Stickstoffmenge, die ausgebracht werden soll zum Düngen mit, die ist relativ niedrig, dadurch, dass wir vorher den Ölrettich hier drauf hatten und den als Zwischenfrucht schon mit untergegrubbert haben und das schon eine relativ hohe Düngestufe gebracht hat. Deswegen bringen wir selber ganz wenig Dünger noch mit aus. Ja, spart eine Menge Geld. Trotzdem erzielen wir, glaube ich, ein sehr gutes Gesamtergebnis. Ich weiß nur nicht, warum die Kornausbringung so niedrig ist. Das checke ich mal eben. Ja, Stickstoff. Wobei ist der Stickstoffgehalt recht schlecht hier. Okay. Ihr seht, muss noch gewalzt werden. Wie gesagt, Vorgewinde machen wir beim Drillen. Na, eigentlich macht man es vorweg, ne? Damit man weiß, wo man mit der Drille schon war. Na komm, ja, dann ziehen wir jetzt hier ein quer rüber. Dann haben wir den Part auch schon erledigt. Habt ihr recht. Macht man beim Drillen vorweg. So. Ich denke, das sollte gut sein. So, dann können wir hier neu ansetzen. Und Gas. Herrlich. Ja, blöde Krähe, dann hau ab da. Ich freue mich schon, wenn die Sonnenblumen dann am Blühen sind, weil das sieht immer toll aus. Ich mag das auch, wenn man so über die Dörfer fährt im Real Life und ihr tatsächlich irgendwo noch Sonnenblumenfelder habt, die voll in der Blüte stehen. Ich finde, das sieht einfach toll aus. Ich mochte auch früher das mit den Maisfeldern unheimlich. Da war aber tatsächlich eben noch echter Mais drauf. Ja, heute ist ja dann nur noch Schrott drauf. Das muss in die Biogasanlage. Weil da kriegen wir ja mehr Geld für, wenn ich sowas immer schon höre. Ja Leute, ich weiß, dass ihr es nicht einfach habt, ja. Aber ich finde so dieser Flair ist,
ist durch dieses Ganze einfach weg. Da sind wir früher als Bengels gerne über Stoppelfelder gelaufen, ne? Also ich zumindest. Ist vielleicht auch ein Generationsunterschied. Viele junge Leute haben nicht mehr allzu viel mit Landwirtschaft oder auch mit der Natur so am Hut. Eigentlich ziemlich schade ist, aber ja, mein Gott, gibt Schlimmeres. Wir müssen ja mit der Zeit gehen, ne? Und jeder, wie er will. So. Nein. Noch ein Stück. No. So. Zack. Dann werden wir jetzt oben gleich die Runde machen und werden oben links den Abschnitt, den wir noch nicht haben, gleich mit fertig machen, wenn wir dann runterfahren, dass wir hier die Ecken ausbessern können. Ja. Ich würde fast sagen, hier den rechten kleinen Rand, den werden wir einfach so lassen. Da gehen wir jetzt nicht noch mit der Drille an der Seite lang. So, ab jetzt lenke ich ein bisschen sehr weit am Feldrand. So. Machen wir hier die Feldspitze noch fertig. So. Ich würde sagen, den kleinen rechten Randstreifen. Ah, den machen wir noch mit weg. So, wir werden jetzt hier ein bisschen in die Mitte fahren. Bin ich da drüben auf den Acker kommen. So, genau bis hier hin. Sehr schön. So. Genau, dann machen wir die kleine Ecke hier noch. Und dann fahren wir gerade runter und machen hinten am Endstück noch den Rest. So. Ja, das mit der Verschmutzung mit den Reifen und alles, das kommt durch die Mods, die ich drauf habe. Können wir mal ein bisschen Gas geben hier. Macht man eigentlich nicht, ne?
auf dem frisch eingesäten Acker, dass man da so Gas gibt, oder? Ich denke eigentlich nicht. So, dann hier den Rand noch rein. Sehr schön. Dann haben wir es auch schon, oder? Ich würde sagen, ja. Gut. Ganz ehrlich, Fellerstedt gefällt mir. Hat einen richtig geilen Job gemacht. Ich bringe das Geschiebe jetzt zurück. Hol die Walze hier ran. Und dann walzen wir noch eben schnell rüber. Einverstanden? Gut, kleiner Break. Wir sehen uns gleich. So Leute, habe ich euch wieder dazu geholt. Wie ihr seht, ich habe die Walze mitgebracht. Die soll natürlich jetzt zum Einsatz kommen hier auf dem Acker. So, dann checken wir wieder ab. Arbeitsbreite. So, Versatz des Gerätes. Okay. Will er nicht. Moment. Klappt mir das aus? Gut. Immer noch nicht. Nur noch mal die Arbeitsbreite, ja. Ne, irgendwas passt da noch nicht. Jetzt. Aber wir wissen ja gar nicht. Doch, jetzt. So, wir werden hier schön rüber gehen. An den Rand. Genau. Ah, Vorgewinde machen wir später, dann sollten wir uns jetzt nicht dran aufhängen. So, dann absenken. Genau. Und dann let's go. Sollte eigentlich funktionieren. Ja, muss ein bisschen was tun. Unser Deutz. Aber gut, kommt er ganz gut voran, glaube ich. Ne? Ihr seht, die Kalkspur geht leider nicht weg, ne? Dafür geht das Gras weg. Auch nice. Aber man sieht es, ne? Wenn man so gegen das Licht guckt. So, ich werde hier vorne jetzt den Turn machen. Sehr schön. Und dann werden wir gleich uns einhaken. Und machen hier eben kurz die Spur. Hier rechts das Gras, das wird nachwachsen.
Gehen wir ein bisschen hier rüber, damit wir nicht so viel zerstören an der Seite. Genau. So, bis hier hin. Sieht gut aus. Und dann können wir schon drehen. Nee. So, die eine Seite haben wir. Die haben wir auch schon. Genau, da müssen wir jetzt hier drauf. So, können wir hier schon mal runtersetzen. Dann machen wir hier die nächste Spur. Ja? Ja, sieht doch gut aus, Leute. Sieht doch gut aus. Oh, ich sehe schon gerade von der Aufnahmezeit her. Bin eigentlich über mein Limit schon wieder. Das macht gerade so viel Spaß. Weiß auch nicht. Ich will euch das jedenfalls noch zeigen. Geht so sein, ne? Feierabend jetzt hier. Ihr kriegt genug Feuergeld. Mein gut, dass das kostenlos ist, ne Leute, oder? So, nächste Folge werden wir auf jeden Fall anfangen mit der Ernte. Habe ich mir so gedacht. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Oh, jetzt mal so viel Gras da weg. Aber ich wollte hier vorne wenigstens. Oh ne. Das wird mir zu viel hier da. Der Ecke. Und wenigstens hier vorne den Rand schon mal machen. So. Das müsste jetzt die. Das ist jetzt schon die nächste Spur. Ja, musst du jetzt tun. Stickstoff ist jetzt schlecht hier. Wir haben 155 von 60 Kilo pro Hektar. Ich würde sagen, wir haben den Boden zu doll gedüngert. Dann muss ich das. Oh ja, das ist zu viel. Ja, könnte ich mich ein bisschen ärgern, aber. Okay. Wir machen jetzt die Bahn hier. Und dann kann ich mich nach der Aufnahme auch noch ärgern. So, eine Rückbahn sollten wir hinkriegen. Das sieht echt nice aus, ne? Ich finde es klasse. So. Bis hierhin sollten wir es geschafft haben. Dann machen wir jetzt die nächste Bahn.
Ruhe. Nein, 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 nein. Nächste Bahn, habe ich gesagt. Ja, genau diese. Jetzt machen wir hier echt viel Grün weg, ne? Oh, nicht hingucken, Leute. Es wächst sehr nah, es wächst sehr nah. Möchte ich eigentlich nicht. Werde ich hier ein bisschen rüberfahren. So. Ah, im Anzug tut er sich ein bisschen schwer. Der Kleine. Guck, da waren die Blümchen auch weg. Okay, die ganz linke Ecke, das lassen wir. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Okay. Schwupp. Mal das Schiene zusammengeklappt. Jawohl, Leute, sehr schön. Dann soll es auch gewesen sein mit dieser Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, lasst einen Daumen und aktiviert die, lasst einen Daumen da und aktiviert die Glocke. So. Wenn ihr weiter Bock auf den Content habt, und ich hoffe, das habt ihr, unter Krebach. Ich will noch ein bisschen mit euch zusammen was machen. Andere Projekt läuft ja auch noch, Multiplayer, ne, mit Team Ackerfurche. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und dann sage ich in diesem Sinne, Leute, haut da rein. Bleibt gesund. Bleibt mir gewogen. Ich bin für heute raus. Euer Don. Ich sag, ciao.